Der Kampf um die Gesundheit. Es gibt Fälle, nennen sich Pflegefälle, es gibt Fälle, an denen man am Rande seiner gesundheitlichen Lage oder Situation ist. Es gibt Unfälle und es gibt Krankheiten, in denen man erleben kann, aber nicht mehr lange. Krebs, Hepatitis, Corona. HIV. Was gibt es noch? Bei erwachsenen Masern und Mumps können tödlich sein. Es gibt so viele Krankheiten. Meningitis gibt es auch. Also wenn ich alle Krankheiten aufzählen würde, wo man an seine gesundheitlichen Grenzen kommen könnte, würde das hier 5 Stunden und länger dauern, weil dann müsste ich hier ein ganzes Lexikon erzählen. Ja, gesundheitlich an die Grenzen gehen, gesundheitlich kämpfen bedeutet, wenn man an einem Punkt angekommen ist, wo man einfach nicht mehr selber kann, muss man quasi kämpfen, um weiterzuleben. Wer kann einen beim Kämpfen unterstützen? Die eigene Familie, die Partnerschaft, die Kinder. Wenn man Kinder hat und man möchte immer bei den Kindern bleiben, bis man alt ist, das ist der größte Wille überhaupt, einen Kampf anzustreben gegen eine Krankheit, die einen nicht loslassen möchte, aber es möglich wäre. Ich war auch selber schon mal in einer Situation gewesen, wo ich eigentlich aufgeben wollte, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte und keine Motivation. Erst durch die Familie, durch meine Lebenspartnerin, aber auch durch meine Eltern, die immer da waren, und durch einen Freund, habe ich überlebt. Auch wenn ich dadurch, dass ich auch durchlöchert war, also keine Schusswaffe, sondern durch einen Unfall, tot und lebendig war. Also glaubt mir, eine Reanimation und der Tod, Tod durch Ersticken, das macht keinen Spaß. Das ist nur schmerzhaft. So. Aber um auf den Punkt wieder zurückzukommen, daher kann ich halt so gut mitreden. Wenn man gesundheitlich so angeschlagen ist, muss man wirklich immer optimistisch sein und nicht pessimistisch, weil der Optimismus hilft einem, Lösungen zu finden für sich selber, aber auch den Kampf gegen die Krankheit, je nachdem, was man auch hat, vorzugehen. Es gibt Krankheiten, die kann man nicht heilen, man kann sie aber stilllegen. Es gibt Krankheiten, die kann man heilen, da muss man aber auch dafür kämpfen. Und es gibt Krankheiten, die kann man heilen, sie könnten aber wiederkommen. Krebs ist zum Beispiel eine Sache, man kann es heilen, kommt darauf an, welcher Krebs. Die Gefahr, dass es aber wiederkommt, ist sehr hoch. Also muss man sich, wenn man... Ich rede jetzt mal von Krebs. Wenn man es hat, war hatte und den Kampf dagegen gewonnen hat, weil man aber stark genug war, man hat eine starke Familie gehabt, man hat starke Freunde gehabt, man hat einen starken Willen gehabt, man ist strategisch innerlich so vorgegangen, dass man abgeschaltet hatte, dass man sich um seine Gesundheit gekümmert hatte und dann wieder Schritt für Schritt ins Leben zurückgegangen ist, dann sollte man danach aufpassen, wie man sein Leben gestaltet und nicht weiter so weitermachen wie vorher. Denn gerade Krebs kann bei jeder Kleinigkeit wiederkommen. Bei Alkohol, bei Drogen, bei Zigaretten. Jede Kleinigkeit, wenn man schon mal Krebs hatte, kann dafür sorgen, dass man sofort wieder Krebs bekommt. Weil man ist quasi darauf voreingestellt. Es steht dann immer so eine kleine Hintertür offen und das Schloss ist eigentlich kaputt. Beim gesunden Menschen ist da eine Tür, da ist ein Schloss und da steht ein Türsteher vor und sagt, was, du bist Krebs, du kommst denn nicht rein. Bei jemandem, der schon hatte oder eingeschränkt ist, wo er in einer Risikogruppe drin ist, da ist eine Tür, da ist ein Schloss, das Schloss ist nicht abgeschlossen, der Türsteher fehlt. Wenn dieser Krebs, ob jetzt nun Brustkrebs, Prostatakrebs oder sonst was,
irgendwann mal herausfindet, wie er die Türklinke benutzen kann, wieder, nachdem er schon rausgeworfen wurde aus dem System. Ich kann es nicht besser beschreiben jetzt, damit es auch wirklich jeder begreift. Dann geht es wieder von vorne los. Und wenn man solche Sachen einmal hatte, muss man eben dafür sorgen, dass man sein Leben anders gestaltet. Also, der Kampf um das eigene Leben, es kann hart sein. Man muss auch dafür kämpfen, innerlich. Man muss Ruhe bewahren, man muss strategisch vorgehen, man muss den Willen zum Leben haben. Und wenn man eine Familie hat oder Freunde hat, die hinter einen stehen und einen unterstützen, dann hat man eigentlich bei Sachen, wo man eigentlich gewinnen kann, auch schon gewonnen. Man sollte sich nur nicht darauf verlassen, man sollte auch selber sich darauf einstellen, ich muss was an mir ändern. Und ich muss gucken, ist das mit meiner Persönlichkeit vereinbar? Es gibt Sachen, die man verändern soll, die passen aber absolut nicht zur eigenen Persönlichkeit. Sagt man Veganer, dass er jetzt Fleisch essen muss, weil ihm permanent irgendwelche Vitamine fehlen, die er nicht durch irgendwelche Zusatzstoffe bekommt. Das kann der nicht. Das geht nicht. Und da muss man wirklich dann psychisch mit einem Psychologen oder auch über eine Ergotherapie, je nachdem, ob jetzt ein Jugendlicher oder Erwachsen, dann Unterstützung geben, dass den Menschen geholfen wird. Also der Kampf um die eigene Gesundheit ist schon ganz wichtig. Auch in der Pflege ist es wichtig. Es gibt Menschen, die müssen gepflegt werden, durch einen Unfall oder von Natur aus. Diejenigen, die durch einen Unfall gepflegt werden müssen, die trifft es natürlich noch härter. Ich gebe jetzt mal ein radikales Beispiel. Ein Mensch, der sein ganzes 40 Jahre lang sehen konnte und ist auf einmal durch einen Unfall blind. Er hat die ganze Zeit nur mit seinen Augen, also mit seinen Sehsinnen gearbeitet und muss jetzt mit seinen Hörsinnen und mit seinen Tastsinnen arbeiten, womit er eigentlich ja keine Ahnung hatte. Diese Menschen müssen auch gefördert werden und diese Menschen müssen lernen, wie sie im Leben vorankommen, ohne sich gesundheitlich einzuschränken. Sie müssen Einschränkungen in Kauf nehmen, ganz einfach, weil das Leben ist eben, geht nicht so weiter wie vorher. Aber es kann so weitergehen, wenn man eben seinen eigenen Haushalt, seine eigenen Bedürfnisse und seine eigene Art ändern muss. Boah, wenn man die Möglichkeit hat, dass man das wirklich gut kann, hat man auch schon gewonnen. Aber man sagt ja auch so schön, alte Eisen verpflanzt man nicht. Da muss man eben dann Schritt für Schritt vorgehen, mit therapeutischer Hilfe teilweise, um das eben, und ärztlicher Hilfe, um das eben zu gewährleisten, dass diese Menschen wieder ins Leben zurückkommen. Also wenn ich jetzt blind wäre, ich glaube, ich würde erstmal verhungern, wenn ich keine Hilfe bekomme, weil ich nicht mehr wüsste, wie was funktioniert. Ich würde dann wahrscheinlich irgendwas essen und nur noch mit den Tasten arbeiten und wirklich allein der Gang vom Schlafzimmer aus dem Bett zur Toilette würde wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern, weil ich erstmal alles abtasten müsste. Und solche Sachen. Einkaufen wäre erstmal ja nicht möglich. Das muss man alles lernen. Um den eigenen Kampf gegen die Gesundheit, welchen Schäden quasi zu minimieren. Ja, das war es erstmal. Ich habe einige Beispiele genannt. Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Beispiele noch in die Kommentare schreiben. Wäre ja ganz praktisch. Ich kenne genug aus meiner Laufbahn. Ich kann da Bücher drüber schreiben. Ich schreibe auch gerade ein Buch drüber, wie einiges so ablief. Ja, und das wäre vielleicht ein nächstes Projekt. So, ich danke euch erstmal fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Kommentar gibt, ein Abo, Like oder sonst was. Bye, bye.